Und somit willkommen zur nächsten Aufnahme und zum nächsten Stream. Gehen wir wieder mal auf Katzenjagd heute. Du hast den Spaß verpasst. Was mir sehr leid tut. Ich habe satt, ein Schreibtischflieger zu sein. Du hattest einen kleinen Zusammenstoß mit Tracketh? Ja, ganz richtig. Du verfluchter Mistkerl. Tut mir leid, dass du es auf diese Weise erfahren musstest. Seit wann weißt du es bereits? Seit die Concordia abgestürzt ist. Ah, Paladin ist auf meiner Seite. Zeig es dem Mistkerl. Mann, du hast immer noch den alten Schlag. Auf Vespus hast du da gestanden und mich angelogen. Ich hatte meine Befehle. Nein, mich während der Einsätze zu beschützen, das war deine Aufgabe. Ich habe dich beschützt, indem ich nichts sagte. Was hättest du denn fast getan, als du es rausgefunden hattest? Ich habe dich doch nur vor dir selbst beschützt. Du weißt, wie viel mir diese Frau bedeutet hat. Ja, Chris. Aber es sind schlechte Zeiten. Und wir haben alle jemanden verloren, der uns nahe stand. Warum solltest du eine Ausnahme sein? Ja. Den Spruch habe ich schon mal gehört. Wer weiß. Angels Opfer kann uns vielleicht noch nützlich sein. Sie hat eine Botschaft an uns gesendet, bevor sie auf dem Planeten Kyra in Gefangenschaft geriet. Du willst diese Botschaft sicher hören. Ich warte in der Kommandozentrale auf dich. Wäre es möglich, dass die Schiffssensoren Bewegungen im Sektor aufspüren? Oh ja. Ja, doch, dazu müssten diese Dinger imstande sein. Ich müsste nur ein bisschen am Computer rumtüfteln. Dann tun Sie es. Sorgen Sie dafür, dass sich Ihre Paranoia endlich auszahlt. Das wäre doch eine Idee, nicht wahr, Lieutenant? Worum geht es hier? Naja, wir erhalten nach wie vor die verschlüsselten Botschaften, Sir. Cobra denkt jetzt, dass Hobbs... Ich weiß genau, was Cobra jetzt denkt. Sir, Sie wussten das von der Behemoth. Die wissen sogar noch vor uns, was wir vorhaben. Ich kann nicht glauben, dass Sie jetzt noch Sympathie für einen Kerathi empfinden, da... Da ist was dran. Das spielt keine große Rolle. Da ist was dran. Schon gut, ich gebe zu. Wir haben ungewöhnlich viel Pech gehabt in den letzten paar Wochen. Arbeiten Sie an der Dechiffrierung weiter. Ja, Sir. Und Hobbs, Sir? Cobra zurzeit würde ich sagen, dass keiner von uns unverdächtig ist. Ich habe etwas mitzuteilen. Die Behemoth war nicht der einzige Trumpf, den die Konföderation im Ärmel hatte. Wir vom Geheimdienst hatten unser eigenes langfristiges Projekt. Das war auch der Grund, wieso Angel nach Kilra musste. Sie hatte ein Paket mit den neuesten Errungenschaften der Technik bei sich. Einen Teil davon hat sie in die Umlaufbahn des Kilrathi Heimatplaneten geschossen. Den anderen Teil, diverse Sender, musste sie am Boden anbringen. So erhalten wir wichtige Daten über einen Kommunikationssatelliten, der direkt vor dem Kilrathi-Sonnensystem postiert ist. Angel ist zwar tot, aber ihr Werk lebt weiter.
Es hat sich herausgestellt, dass der Kilrathi-Planet eine ziemlich unruhige Oberfläche hat, deren Schichten immer wieder in Bewegung geraten. Seine tektonischen Platten verschieben sich laufend, wie bei einem Kartenspiel. Ich vermute, dass diese ständigen schweren Erdbeben der Grund für das aggressive Kilrathi-Verhalten sind und ein kriegstreibendes Volk aus ihnen macht. Kilra hat also eine Achillesferse. In den letzten 10 Jahren haben wir an einer tektonischen Schwingungswaffe gearbeitet. Der Temblor-Bombe. Wenn es uns gelingt, dieses Ding mit absoluter Präzision abzufeuern, dann könnte seine Detonation genau die richtige Resonanzfrequenz herbeiführen, um eine tektonische Reaktion auszulösen, die diesen Planeten buchstäblich in kleine Bruchstücke brechen würde. Aber was nützt es uns, wenn wir ihre Welt zerstören? Sie haben viele Armeen im All. Ihre ganze Kultur beruht auf einer strengen, zentralistischen Hierarchie. Alle Wege führen nach Kilra. Die Bevölkerung würde dem Herrscher jederzeit in den Tod folgen. Wird diese Hierarchie zerstört, sind sie verloren. Gut, worauf warten wir dann noch? Tja, wir haben ein Problem. Das Ding ist nicht fertig. Vor einem Jahr wurde Dr. Severin, der Mann, der für dieses Projekt zuständig war, von den Kilrathi entführt. Wir haben versucht, die Teile ohne ihn zusammenzufügen, aber es hat nicht geklappt. Das heißt, wir müssen Severin holen. Es hat wenig Sinn, darauf zu warten, dass ihn unsere Feinde freilassen. Was? Wir wollen diesen Kerl von einem Gefängnisplaneten holen? Uns bleibt leider keine andere Möglichkeit. Befassen wir uns mit den Einzelheiten der Mission. Der Gefängnisplanet heißt Alcor 5. Wir werden durch ein Hintertürchen in das Sonnensystem eindringen, mit normaler Geschwindigkeit. Colonel, ich möchte, dass Sie einen Erkundungsflug machen. Säubern Sie das Asteroidenfeld. Sorgen Sie bitte dafür, dass wir nicht entdeckt werden. Alles klar, Junge? Alles klar. Tja, das sind also unsere... Cobra? Gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Greifen Sie mein Ziel an. Ja, Sir. Ziel an. Ja, Sir.
Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Aus? Alles bestens, Sir. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Herzlich willkommen zum Stream. Es wird sich aber schwierig hier auf was. Aber richtig schwierig. Denn es geht wieder sterben. Ja. Feind gesichtet, Colonel. Jo. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! Er hätte ja auch einen anderen Flieger nehmen sollen. Mal schauen. Ich hab jetzt noch mal einen anderen Flieger. Thank you.
Angst, dass ich wieder meine Joker später. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt! Ich hab den Drecksack erwischt. Greifen Sie mein Ziel an! Ja, Sir! Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen! Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt! Gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Sofort an meiner Flanke formieren! Ja, Sir! Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen! Achtung, Sir!
So, die schicken gerne Minen raus. Dementsprechend muss man die von weiter weg abschießen. Alles klar. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Sofort an meiner Flanke formieren. Ja, Sir. Muss erstmal Sprit sparen hier. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen! Reiche mich! Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt! Feind gesichtet, Colonel! Greifen Sie mein Ziel an! Ja, Sir! Meinen Tod rächen.
zu wenig Raketen oder so, ja, und Torpedos. Ah, Paladin ist der Heck. Cobra. Gesichtet, Colonel. Greifen Sie mein Ziel an! Ja, Sir. Mein Ziel an. Ja, Sir. Aus? Alles bestens, Sir. Ziel an. Ja, Sir.
mein Ziel an. Ja, Sir. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Gesichtet, Colonel. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Gesichtet, Colonel. Greifen Sie mein Ziel an. Ja, Sir. Aus? Alles bestens, Sir.
für mein Volk. Ich bin eine Schande für mein Volk. Jawohl, ich hab den Dreckstag erwischt. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Aus? Alles bestens, Sir. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Alles bestens, Sir. Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Den Heimweg in einer Kiste an. Diesen Kampf überlebt ihr nicht, ihr Affenpack. Jetzt beißt er ins Gras. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Gesichtet, Colonel.
erbärmliche Nachkommen von Affen. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! Nicht zu Katzenstreu. Wie sieht's aus? Alles bestens. Ist ins Gras. Ich fresse dein Herz und spucke es aus, Serrano. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Sofort an meiner Flanke formieren. Ja, Sir. Das lässt. Auch mal interessant.
Du trittst den Heimweg in einer Kiste an. Ihr erbärmlichen Nachkommen von Affen. Du trittst den Heimweg in einer Kiste an. Jawohl, ich hab den Dreckfack erwischt. Sofort an meiner Flanke formieren. Ja, Sir. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Jawohl, ich hab den Dreckfack erwischt. Jetzt beißt er ins Gras. Jetzt verarbeiten wir dich zu Katzenstreu. Erbärmliche Nachkommen von Affen. Jawohl, ich hab den Dreckfack erwischt. Ist ins Gras. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. Wenn man es mir leicht macht. Jawohl, ich hab den Dreckfack erwischt. Eine Achtung, Sir. Jetzt habe ich Sprit verschwendet und habe mir aber die Raketen aufheben können. Mal schauen, ob wir das jetzt schaffen. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Ausstehen, wenn man es mir leicht macht.
aufstehen, wenn man es mir leicht macht. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Schaffen Sie mir das Pelzknäuel vom Hals. Wie sieht's aus? Ich glaube, ich schaff's. Natürlich der Nachbrenner aus, ne? Kein Sprit mehr. Shit. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Schon ganz knappe Action, leider wie. Thank you.
Scheiße, was kommt denn da noch alles? Tja. Maniac. Ja, mal sehen. Schauen wir mal, was Maniac so schafft hier. Lösen und angreifen! Von mir können Sie noch was lernen, Colonel. Bin ich gut drauf. Jetzt erstmal den Sprit, weil den werde ich offenbar brauchen. Ja.
Die können mir nichts anhaben. Katzenstreu, heute bin ich gut drauf. Gibt es doch einfach nicht. Aber bockschwer. Ah, Paladin Eik ist der Mist. Cobra? Feind gesichtet, Colonel. Greifen Sie mein Ziel an. Ja, Sir. Thank you.
Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Ich bin eine Schande für mein Volk. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Greifen Sie mein Ziel an! Ja, Sir. Gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir.
geht's aus? Alles bestens, Sir. Gute Nacht, Miezekatze. Sofort an meiner Flanke formieren. Ja, Sir. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir.
Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! Thank you.
Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Gebracht.
sieht's aus? Alles bestens, Sir. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Einsatzziele erreicht. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Aus? Alles bestens, Sir. Aus? Alles bestens, Sir. Aus? Alles bestens, Sir. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Reiche mich! So, jetzt aber hier, oder? Jetzt haben wir's aber. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Sieht aus, als wären Sie erfolgreich gewesen, Sir. Sie können jetzt landen. Sie können froh sein, dass Sie noch ganz sind. Und
Alle wissen es inzwischen schon. Wir sollen Dr. Severin befreien. Oder Dr. Tod, wie ihn viele seiner alten Freunde nennen. Kennen Sie den Mann? Ja. Wir beide sind alte Bekannte. Wenn Sie mich fragen, mich freut's, dass er von den Kilrathi eingesperrt wurde. Wahrscheinlich hat der Kerl auch was mit Ihrem gelöschten Lebenslauf zu tun. Sie wissen sicher, dass ich nicht immer Pilot war. Hörten Sie schon mal von Pax 7? Ja. Auf diesem Planeten sind viele Leute durch einen Unfall umgekommen. Millionen wurden getötet. Und es war kein Unfall. Es war einer von Dr. Severins Vernichtungstests. Ich arbeitete damals für ihn. Er wusste ganz genau, was geschehen würde. Aber das war für ihn kein Grund, die Zivilisten zu warnen. Die Konföderierten haben alles vertuscht. Das war leicht, keinen hat's interessiert. Die Paxonen waren nur primitive Volksstämme, die im Krieg nicht weiter hilfreich waren. Deshalb bin ich dort ausgestiegen. Als Kampfpilot stehe ich den Feinden gegenüber. Da fliegt mir einer nach dem anderen vors Fadenkreuz. Die Piloten, die ich abschieße, sind wahrscheinlich keine Zivilisten. Wenn tatsächlich eine Hölle existiert, dann ist dort ganz sicher ein Platz für mich reserviert. Und auch für Severin. Er sollte sich keine Vorwürfe machen. Der Kerl hat viel zu viel um die Ohren. Er sollte sich keine Vorwürfe machen. Möglicherweise ist es für Sie eine Wiedergutmachung, wenn wir den Kerl holen und er uns hilft, den Krieg zu gewinnen. Das wäre eine Ironie des Schicksals. Flugdeck, Alarm. Wir haben Flugdeck, Alarm. Flugdeck, Flugdeck, Alarm. Flugdeck, Alarm. Colonel. Hobbs. Ja. Er versuchte, das durchzugeben. Wenn es uns gelingt, dieses Ding mit absoluter Präzision abzufeuern, dann könnte seine Detonation genau die richtige Resonanzfrequenz herbeiführen, um eine tektonische Reaktion auszulösen, die diesen Planeten buchstäblich in kleine Bruchstücke brechen würde. Ist doch nicht zu fassen. Er hat uns ausspioniert. Sie muss auf die Krankenstation. Nein, schnappt euch Hobbs. Noch ist Zeit dazu. Nein, das verbiete ich Ihnen. Wir sind fast bei Alcor 5 und einer Verfolgungsjagd zu diesem Zeitpunkt würde die gesamte Operation gefährden. Rache. Extra beeilt noch. Das war also Hobbs. Colonel. Jetzt gibt's Colonel. Colonel. Ich bin nämlich später nicht mehr am Hals. Dann wird's mir später sonst extra schwer. Schicksal, dass wir Feinde sind. Und als Feinde müssen wir bis auf den Punkt kämpfen. Du bist ein würdiger Widersacher und deshalb wünsche ich dir alles Gute. Unser letztes Aufeinandertreffen ist unsere Durchbruch unserer Willensstärke und unseres Wohlstands. Du trittst den Heimweg in einer Kiste an. Tierarzt aufzusuchen, Mieze.
Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Das ist Tocken extra schwer, genauso wie Flair. Oder wie? Der Hellcat gegen Thunderbolt. Das noch überleben. Shit. Vielleicht doch besser die Stimme der Vernunft. Und später fliege ich eine Excalibur, ne? Und der fliegt die Thunderbolt. Na, ich versuch's nochmal. Dann kann ich mit den Raketen irgendwas regeln. Bisschen mehr Taktik. Diesmal will das Schicksal, dass wir Feinde sind. Und als Feinde müssen wir bis auf den Tod kämpfen. Du bist ein würdiger Widersacher. Unser letztes Aufeinandertreffen soll eine Prüfung unserer Willensstärke und unseres Mutes sein. Gute Nacht, Mieze-Katze. Thank you.
sollte sich keine... Der Kerl hat viel zu viel um die Ohren. Das ist eine ziemliche Altlast, die Sie da mit sich rumschleppen. Beste, Sie nehmen an diesem Einsatz nicht teil. Ich nehme daran teil. Ich will dabei sein, wenn wir diesen Mistkerl rausholen. Flugdeck, Alarm. Wir haben Schwierigkeiten auf dem Flugdeck. Alarm, Flugdeck, Alarm. Hobbs, ja. Er versuchte, das durchzugeben. Wenn es uns gelingt, dieses Ding mit absoluter Präzision abzufeuern, dann könnte seine Detonation genau die richtige Resonanzfrequenz herbeiführen, um eine tektonische Reaktion auszulösen, die diesen Planeten buchstäblich in kleine Bruchstücke brechen würde. Das ist doch nicht zu fassen. Er hat uns ausspioniert. Sie muss auf die Krankenstation. Nein, schnappt euch, Hobbs. Noch ist Zeit dazu. Nein, das verbiete ich Ihnen. Wir sind fast bei Alcor 5 und einer Verfolgungsjagd zu diesem Zeitpunkt würde die gesamte Operation gefährden. Rache. Ja gut, machen wir es diesmal ohne Rache. Hör auf die Stimme der Vernunft. Es war also Hobbs. Es war also Hobbs. Wer hätte es gedacht, ne? Es war also Hobbs. Naja. Schauen wir mal, dann habe ich den später am Hals, den Hobbs. Und das wird sowieso noch schwierig genug werden, ja, das meint ja alles. Schauen wir mal. Normalerweise muss ich der Familie schreiben, wenn sowas passiert ist. Aber Cobra hatte wohl niemanden außer uns. Ich habe sie nicht besonders gut behandelt, was mir jetzt leid tut. Captain, was ist mit Hobbs passiert? Wenn Sie die Antwort wissen, Colonel, dann sagen Sie mir Bescheid. Auf jeden Fall müssen wir jetzt blitzschnell handeln. Er weiß, wie gut die Gilrathi inzwischen informiert sind. Das ist das Üble. Wir verlieren zwar diesen Vaquero dadurch nicht, aber die wissen jetzt halt Bescheid. Über die Templar-Bombe. Naja, gucken wir mal. Wir sind hier, um Lieutenant Laura Buckley die letzte Ehre zu erweisen. Ich kannte Cobra nicht sehr gut. Keiner von uns tat das. Aber ich weiß, dass dieser Krieg eine Dimension für sie hatte, die quälender war als alles, was sie sich vorstellen kann. Dieser Schmerz ist nun von ihr genommen worden. Tja, es ist soweit. Die Befreiungsaktion kann losgehen. Sie sind für die Luftdeckung verantwortlich, während die Marines auf den Planeten fliegen und Dr. Severin befreien. Ich weiß, dass du es ständig hörst, weil ich es früher auch ständig gehört habe. Aber dies ist bestimmt der wichtigste Auftrag, den du jemals hattest. Ich wünschte, ich wäre ein paar Jahre jünger, dann würde ich an deiner Flanke mitfliegen, mein Junge. Diesen Auftrag würde ich am liebsten selbst erledigen, aber mein Reaktionsvermögen ist zu schlecht geworden.
Wenn wir diesmal versagen, Junge, dann steht Gott der Menschheit bei. Lustig werden. Ausgehen, wenn man es mir leicht macht. Du fliegst wie der Affe, der du bist. Geht ja noch einigermaßen. Thank you.
Nachkommen von ab. Solche Flaks da zerstören. Das können die Marines dann eben nicht landen. Ne? Das kann auch nochmal eine Action werden hier. War ja aber echt gut machbar. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich weiß nicht, wann sie wirklich erreicht und nicht dort auch nochmal. Okay. Keine Ahnung, warum da noch eine Station ist, wo nochmal Blockgeschütze sind. Durch Zufall zuerst den richtigen Nachtpunkt geflogen oder so. Lange nicht gesehen. Da haut ihm eine rein. Kein Grund zur Aufregung. Ich habe getan, was getan werden musste. Ziele erreicht. Herr, bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Stell dir vor, dann hat er ihm eine gescheuert. Sie haben ihn erwischt, Sir. Wollen Sie wissen, wer sich in den Bunker reinmanövriert hat? Sie können... Oh, General Taggart will Sie sprechen, Sir. Der Typ hat echt einen Knall. Gute Arbeit, mein Junge. Wir alle sind stolz auf dich. Ich würde gerne bleiben und mitfeiern, aber jetzt, da wir Severin befreit haben, gibt es für mich viel zu tun. Du wirst bald von mir hören. Ja, dann wollen wir mal gespannt sein, wie es weitergeht und ob ich das schaffe. Ich sehe schon, wenn ich den nächst schwierigeren Schwierigkeitsgrad dann auch noch spielen möchte, dann wird das richtig knackig hier. Das hat schon mal jemand so geschafft. Haben Sie es aber gezeigt, Sir. Danke, Rachel. Thank you.
habe heute den ganzen Tag lang die Gefechtsberichte studiert. Eure Majestät, ihr solltet euch nicht mit den langweiligen Tagesgeschäften befassen. Das ist doch nur wirklich reine Zeitverschwendung. Ich begreife beim besten Willen nicht, was hinter der Invasion der Terraner in das Alcor-Sonnensystem steckt. Soll das ein Versuch sein, die Gefangenen zu befreien? Wenn ihr erlaubt, verehrte Majestät, ich kann euch auf eure Frage vielleicht eine Antwort geben. Gut, Untergebener. Von den Erdbewohnern wurde nur ein Gefangener befreit. Wahrscheinlich, weil er über Fähigkeiten von wissenschaftlicher Natur verfügt. Und diese Fähigkeiten, die er besitzt, wofür verwendet er sie? Das haben wir leider nicht bis ins Letzte ergründen können. Der Umfang seines Wissens war wirklich ungeheuer. Auf jeden Fall werden wir den Krieg gewinnen, Majestät. Der Tag, an dem wir auf dem Planeten der Terraner einfallen werden, ist bald da. Wir stellen eine riesige Armada zusammen. Zu keiner Zeit hat es so eine starke Streitmacht gegeben. Und zu keiner Zeit darf man Folgendes vergessen. Wenn der Gegner so gut wie besiegt scheint, dann ist er am allergefährlichsten, mein Prinz. Das ist richtig. Wie immer spricht Eure Majestät wahre Worte aus und voller Weisheit. Der Mann ist der Einzige, der angeblich so viel Verstand hat, dass wir den Krieg gewinnen können. Das muss er mir aber erst beweisen. Und Vagabond schlägt ihn einfach nieder? Ich wette, dass Vagabond die nächsten 20 Jahre im Knast verbringt. Naja, Vagabond hatte seine Gründe. Vagabond ist eindeutig zu weit gegangen. Na, da wäre ich mir nicht so sicher. Ich werde ein Wort mit dem Captain reden. Einem Kilrathi darf man nun mal nicht trauen. Ich hoffe, Cobras Tod ist ihnen eine Lehre gewesen. Du willst es nicht anders, Mann. Das ist mir zu dumm. Was habe ich da weggeballert alles? Ich weiß gar nicht mehr, was genau Asse sind, aber ich glaube, mit einem Zug, mit einem Durchzug an Salven ein anderes Raumschiff zerstören oder mit einer Rakete gleich direkt zerstören oder vielleicht mit einem Torpedo so ein Ding da zu zerhämmern, keine Ahnung. Maniac 133, kein Ass. Naja. Fangen wir an, Colonel. Das Hauptquartier hat uns nach Freya geschickt, weil man hier einen Jump Point aus fündig gemacht hat, der direkt nach Kilra führt. Ein nettes kleines Hintertürchen, das wir später gut brauchen können, wenn Dr. Severin die T-Bombe fertiggestellt hat. Allerdings hat die Sache einen Haken. Das Sonnensystem gehört den Kilrathi. Das heißt, wir müssen sie vertreiben. An die Arbeit, Colonel. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Maniac, Sie fliegen an meiner Flanke. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Wegtreten. Viel Glück. Katzen im Anflug.
Greifen Sie mein Ziel an! Vergiss es! Lösen und angreifen! Sehen Sie sich das mal rein! Das ist ein Vogel, ey. Mann, Mann, Mann. Noch einen für die Abschussliste! Aus? Ich sehe gut aus. Wie immer. Die Abschussliste. Miezekatzen im Anflug. Lösen und angreifen! Ziehen Sie sich das mal rein. Ich bin eine Schande für mein Volk. Miezekatzen im Anflug. Lösen und angreifen! Ziehen Sie sich das mal rein. Für die Abschussliste. Thank you.
Abschussliste. Einsatzziele erreicht. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Die Kilrathi sind ziemlich fleißig gewesen. Aber da sind schon mehr Raumschiffe nötig. So leicht kriegt sie keiner unter. Sie können jetzt landen. Heißer Flug. Colonel, bedrückt Sie irgendetwas? Captain, der Bunker ist für einen Piloten wie Vagabond nicht der richtige Ort. Oh ja, das ist richtig. Aber der Bunker ist der richtige Ort für jemanden, der so disziplinlos ist wie er. Man muss knallhart sein. Man muss mit Gefühl drangehen. Man muss knallhart sein. Sir, die Belastung ist für uns alle außergewöhnlich groß und Vagabond hat eine Chance verdient, finden Sie nicht auch? Und Sie übernehmen persönlich die Verantwortung für ihn? Ja, er wird mit mir fliegen, das versteht sich von selbst. Gut, ich bin einverstanden. Danke, Sir. Ziehen Sie um? Nein. Den Schrank auszumisten hilft mir manchmal, den Kopf klar zu kriegen. Ich habe auch ausgemistet. Und ein paar Erinnerungen über Bord geworfen. Das hört man gern. Ehrlich gesagt, ich bin Ihnen etwas aus dem Weg gegangen, solange Sie noch auf der Suche nach Angel waren. Und ich begebe mich jetzt sicher aufs Glatteis. Aber es sieht ganz so aus, als ob es zwischen uns gefunkt hätte. Wer weiß, vielleicht bin ich nicht die einzige Frau, bei der es gefunkt hat. Ob Sie es glauben oder nicht, Flint, ich bin nicht der Typ, der mit sämtlichen Frauen flirtet. Und ich, Sir, bin nicht der Typ, der mit sämtlichen Männern an Bord flirtet. Machen Sie auch mal eine Ausnahme? Kann sein. Ja. Ja, auf Sie wartet viel Arbeit. Fangen wir an. Nur zu, Captain. Wir müssen noch ein Problem lösen, das diesen Jump Point nach Kilra betrifft. Er hat einen Schutzschirm. Der Schildgenerator steht auf Freier 2.
Jetzt wird sich herausstellen, wie viel dieser Excalibur bei Bodeneinsätzen taugt. Colonel, ich möchte, dass Sie die Bodenattacke leiten. Zerstören Sie diesen Generator. Viel Glück, Colonel. Machbar sein, weil es ja nur ein Gebäude ist, was ich mal wegballern muss. Sag gute Nacht, Miezekatze. Thank you.
wieder noch verdrückt. Mache ich das nochmal komplett neu fliegen, ne? Ja, dumm gelaufen. Naja. Mann, endlich darf ich zeigen, was ich kann. Ich war von Anfang an von Ihnen beeindruckt. Sie müssen mir nichts beweisen. Ich kann mehr, als Sie denken können. Sie würden sich wundern. Treffen wir uns mal privat, dann zeige ich Ihnen, was ich alles kann. Früher oder später müssen Sie sich von den Schatten der Vergangenheit trennen. Lassen Sie sich von jemandem trösten. Ich verstehe. Sie glauben, Sie wären dafür die Richtige. Es wäre einem Versuch wert, oder nicht? Thank you.
glaube, da kommt noch was. Bevor ich quasi auf die Victory komme wieder. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Das war ein echter Test für die Excalibur. Sie haben es denen gezeigt, Sir. Sie können jetzt landen, Colonel. Puh. Ziemlich heißer Flugstil. Colonel, nehmen Sie Platz. Für jemand, der eine ganze Weile graue Wände angestarrt hat, wirken Sie ziemlich munter. Lassen wir Vergangenes ruhen. Ich muss nicht mehr länger allein spielen. Das verdanke ich nur Ihnen. Wir verlieren alle mal die Beherrschung. Ja, wäre ich noch mal in der Situation, würde ich diesen Mistkerl wieder umnieten. Colonel? Gehen wir Ihren Einsatz durch. Ja, Sir. Jetzt, da wir den Jump Point eingenommen haben, müssen wir jedes Kilrathi-Raumschiff, das hier durchfliegen will, ausschalten. Nur so können wir verhindern, dass das feindliche Oberkommando von unserer Übernahme erfährt. Tun Sie Ihr Bestes, Colonel. Wegtreten. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Flash, Sie fliegen an meiner Flanke. Vielleicht lernen Sie was. Wegtreten. Viel Glück. Denn da? Lösen und angreifen! Aufgepasst! Thank you.
verwanztes Mistvieh. Schlecht für einen Saurier. Wie sieht's aus? Nicht einen Kratzer. Victory. Die Verstärkung ist bereits unterwegs, Colonel. Wir können Ihnen den Jump Point überlassen und von hier verschwinden. Sie können jetzt landen. Den haben Sie aber gezeigt, Sir. Vielleicht etwas? Sie wenden sich an mich, nicht an Ihre Mechanikerin? Nun, irgendwann musste ich mich doch entscheiden. Gilt diese Entscheidung nur für den Augenblick oder hat sie eine Weile Bestand, Sir? Jeder fühlt, was los ist. Die Bedrohung, der wir ausgesetzt sind, ist so groß wie noch nie. Wir sollten jede Minute, die uns bleibt, auskosten. Küss sie. Lass es. Handle dir keinen Ärger ein. Ich lasse mich mit niemandem ein, der vielleicht in meinem Geschwader fliegt. Es steht zu viel auf dem Spiel. Sie sind immer wieder für eine Überraschung gut. Schnelle Entscheidungen muss man als Kampfpilot treffen können. Ist da eventuell noch mehr zu erwarten? Küsse schon, um Himmels Willen. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Rachel, es tut mir leid, aber in den nächsten Tagen geht es um Leben oder Tod. Wir müssen uns alle auf unsere Aufgaben konzentrieren und dürfen uns nicht ablenken lassen. Piloten, lieber stürzen Sie ab, als sich zu verlieben, habe ich recht?
machen wir uns an die Arbeit, Colonel. Ja, Sir. Ihr alter Freund Paladin ist fleißig gewesen und hat uns ein Geschenk geschickt. Den Prototyp der Templar-Bombe. Wir springen in das Hyperion-Sonnensystem. Dort hat die Abwehr eine unbewohnte und tektonisch instabile Welt entdeckt. Ein perfektes Testgelände für die Waffe. Eine Excalibur ist für diese Sonderfracht umgerüstet worden. Und, Colonel, Sie sind als Pilot ausgesucht worden. Fliegen Sie möglichst nah an die Oberfläche des Planeten, damit Sie auch sicher ins Schwarze treffen. Ihr Timing und Ihre Treffsicherheit müssen perfekt sein. Sie können sich ganz auf mich verlassen, Sir. Colonel, Ihr Elan gefällt mir. Wegtreten. Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Thank you.
Einsatzziele erreicht. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. So ein Mist, Colonel. Wie können die nur sagen, dass die Gegend hier friedlich ist? Ich schmeiß den Bericht weg. Von heute an wird sie jeder Planetenkiller nennen, wetten wir? Alles klar zur Landung. Die T-Bombe ist wohl was Besonderes, Colonel. Sie ist einzigartig. Der Krieg ist bald zu Ende, nicht? Mit so einem Wahnsinnsding. Also, wenn es damit nicht klappt, womit dann? Wer weiß, vielleicht wird für unsere Enkel das Wort Krieg schon ein Fremdwort sein. Möglich. Auf jeden Fall möchte ich Ihnen sagen, dass ich viel von Ihnen gelernt habe. Sie können sicher erkenntlich zeigen, wenn ich in Ihr Restaurant komme und mir das Gitarrespielen beibringen. Ich bin jetzt so gut wie in jeder Ecke dieser Galaxie gewesen. Das waren vielleicht aufregende Zeiten. Was soll das? Seit wann schwelgen hartgesottene Burschen wie Sie in Erinnerungen? Seltsam, nicht wahr? Es wundert mich auch. Hier auf der Victory fühle ich mich zum ersten Mal wie zu Hause, nicht wie ein Fremder. Er hat wirklich ein Zuhause verdient. Er wird rührselig. Er hat wirklich ein Zuhause verdient. Sie haben einen verdammt guten Einfluss auf uns. Sie nehmen sich selbst nicht zu ernst und sind ein ausgezeichneter Pilot. Danke, Sir. Ich gebe das Kompliment zurück. Wie wär's mit einer Runde Karten? So. Jetzt müssen wir nur noch Kilra zerstören. Dann kann ich wieder einem vernünftigen Beruf nachgehen. Da ist was dran, ja. Ehrlich gesagt, ich bin überrascht, dass ich die vielen Einsätze überlebt hab, sie auch. Man muss zugeben, er ist ein verdammt guter Pilot. Es war erstaunlich, was Sie geleistet haben. Colonel, gehen wir Ihren Einsatz durch. Ja, Sir. Wir springen ins Hyperion-Sonnensystem zurück. Das Hauptquartier hielt es für einen guten Zufluchtsort und hat dort eine Flotte aufgestellt. Offensichtlich haben die Kilrathi Wind von dieser Flotte bekommen. Das heißt, sie werden unseren Jungs beistehen müssen. Viel Glück, Colonel. Flash? Ich kann jetzt starten, Colonel.
ich denn da? Lösen und angreifen! Aufgepasst! Wie sieht's aus? Nur unerhebliche Schäden, Carl. Lösen und angreifen! Aufgepasst! Greifen Sie mein Ziel an! Bedauere, nein. Er steht dran, verwandtes Mistvieh! Einen Kratzer. Einen Kratzer. Wie sieht's aus? Keine Probleme, Colonel. Ja, was sehe ich denn da? Lösen und angreifen! Aufgepasst!
aus? Keine Probleme, Carl. Ziele erreicht. Wie sieht's aus? Mich holt so schnell nichts vom Himmel runter. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Mann, die Raumschiffe machten einen ordentlichen Wirbel, nicht wahr, Sir? Naja, morgen geht's dann wieder weiter. Sie können jetzt landen. Den haben Sie es aber gezeigt, Sir. Machen wir uns an die Arbeit, Colonel. Ja, Sir. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Kilorathi den Jump Point nach Kilorath zurückerobern. Wie Sie wissen, brauchen wir ihn später für eine überaus wichtige Mission. Tun Sie Ihr Bestes, Colonel. Wegtreten. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Flash, Sie fliegen an meiner Flanke. Denn da? Lösen und angreifen! Aufgepasst! Lösen und angreifen! Aufgepasst!
Wie? Was hat den Tierarzt aufzusuchen, Mieze? Ja, was sehe ich denn da? Lösen und angreifen! Aufgepasst! Ihr erbärmlichen Nachkommen von Affen! Wer steht dran, verwandtes Mistvieh? Landeerlaubnis, TCS Victory. Achtung, Kilra, es ist soweit, wir kommen. Sie können jetzt landen, Sir. Major Chase Dillon hat sich nur zögernd unserem Kampf angeschlossen. Aber trotzdem hat uns Flash nie im Stich gelassen, wenn es hart auf hart ging. Er machte seine Unerfahrenheit und seine Jugend mehr als wett, indem er mit Mut und Entschlossenheit geflogen ist. System der Terraner läuft bereits in 48 Stunden. Darf ich dir was sagen, Malik? Der Geschmack des Sieges ist süß. Obwohl man nie weiß, was im Verlauf einer Schlacht passiert, hoffe ich doch auf ein letztes Aufeinandertreffen mit dem Herz des Tigers. Wahrlich, seine Vernichtung würde unseren Triumph erst vervollständigen. Im Konferenzraum melden.
eintaumeln. Colonel, ich würde gern die Gelegenheit nutzen, um Ihnen etwas zu sagen. Ich war anfangs nicht sehr erfreut über Ihre Versetzung auf die Victory, doch jetzt bin ich froh, dass Sie an Bord gekommen sind. Es ist mir ein großes Vergnügen, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Das Kompliment kann ich nur zurückgeben. Die Templerbombe ist ein großes Wagnis für uns, aber nach dem, was ich gesehen habe, sind Sie der einzige Mann, der mit diesem Ding umgehen kann. Ich kann nur hoffen, dass ich Sie nicht enttäusche, Sir. Ich weiß es. Gehen wir? Tja, meine Herren, nun ist es soweit. Wir werden den Heimatplaneten der Kilorathi auslöschen. Da nicht die gesamte Flotte nach Kilorath fliegen kann, haben wir ihre Excalibur mit unserer neuesten Erfindung ausgestattet, der absolut undurchdringbaren Abschirmung. Die Vorrichtung legt die Ortungsgeräte der Kilorathi lahm, aber sie braucht extrem viel Energie. Nachdem sie ihre Fracht abgeliefert haben, schaltet sich die Abschirmung ab, denn dann brauchen sie ihren ganzen Saft, um sich aus dem Staub machen zu können. Stellen Sie als erstes ein Team von 4 Leuten zusammen. Dann dringen Sie in das Kilorath-Sonnensystem ein und tanken an einem versteckten Ort auf. Unser Geheimdienst hat nämlich in der Nähe Kilorath ein geheimes Depot errichtet. Aufgrund Ihres riesigen Zeitpeilsystems und weil es zu riskant ist, mit ihr zu fliegen, ist die T-Bombe bereits in das Sonnensystem eingeschleust worden. Sie werden sie also erst bei einem zweiten Stopp an Bord nehmen können. Die Bombe zielsicher abzuwerfen, erfordert ein Maximum an navigatorischen Fähigkeiten. Die Konföderierten sind der Meinung, dass die Zerstörung ihres Planeten ein schwerer Schlag für die Bevölkerung Kilorath bedeuten würde. Und unser Timing könnte nicht besser sein. Laut unserer Abwehr ist ein Großteil der feindlichen Flotte in den Werften, die ihre Heimatwelt umgeben, um aufgerüstet zu werden. Colonel, ich will eines klarstellen. Kehren Sie nicht auf die Victory zurück, bevor Sie die Operation nicht erfolgreich abgeschlossen haben. Haben Sie nicht mehr Informationen? Ein alter Freund von Ihnen macht jetzt weiter. Da bin ich schon wieder. Ich weiß, Captain Eisen hat dich gründlich instruiert, aber du kriegst noch ein paar Informationen von meiner Wenigkeit. Von der anderen Seite des Jump Points. Auch wenn ich nicht wie früher in deinem Geschwader mitfliege, bin ich trotzdem bei dir. Darauf kannst du dich verlassen. Colonel, viel Glück. Vielen Dank, Sir. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Main. Vagabond, ich will, dass Sie neben mir fliegen. Flint, ich will, dass Sie diesmal neben mir fliegen. Wegtreten. Lösen und angreifen! Von mir können Sie noch was lernen, Colonel. Lösen und angreifen! Und ab die Post! Ich greife jetzt ein. Bin ich gut drauf.
mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Jetzt geht's rund. Sagen Sie nur wann, Sir. Ich bin einsatzbereit. Lösen und angreifen. Von hier können Sie noch was lernen, Colonel. Lösen und angreifen. Und ab die Post. Ich greife jetzt ein. Ich hab es mit dir erwischt. Anstalt geschlossen, Sir. Ich hab es mit dir erwischt. Ich hab es mit dir erwischt. Alles klar. Lösen und angreifen. Von hier können Sie noch was lernen, Colonel. Schütztreffer, ey. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Wie sieht's aus? Die können mir nichts anhaben. Wie sieht's aus? Hab nicht eine Schramme abgekriegt. System ist funktionstüchtig. Heute bin ich gut drauf. Eine Schande für mein Volk. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Wie sieht's aus? Die können mir nichts anhaben. Jetzt geht's rund. Ich bin einsatzbereit. Sagen Sie nur wann, Sir. Lösen und angreifen. Ich greife jetzt ein. Und ab die Post. Von hier können Sie noch was lernen, Colonel.
drauf. Ich um meinen Betrogenen. Ausstehen, wenn man es mir leicht macht. Ihr erbärmlichen Nachkommen von Ach. Eine Schramme abgekriegt. Wie sieht's aus? System funktionstüchtig. Gesellschaft. Lösen und angreifen! Und ab die Post! Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Wie sieht's aus? Hab nicht eine Schramme abgekriegt. Wie sieht's aus? Systeme funktionstüchtig. Erreicht.
Gib mir Landeerlaubnis. Sie haben Landeerlaubnis, Excalibur. Wenn du dies siehst, dann ist noch nichts verloren, mein Junge. Also lass uns keine Zeit verschwenden. Meine Männer haben ganz in der Nähe von Kilra ein geheimes Dorf aufgebaut. Ich hoffe, dass es unsere Feinde noch nicht gefunden haben, weil dort schon alles vorbereitet ist, um die T-Bombe scharf zu machen. Wir werden uns zweifellos bald wiedersehen. Wir haben Gesellschaft. Lösen und angreifen! Und ab die Post! Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Hat frei geschossen, Sir. Ich habe das nicht hier erwischt. Ich hab nicht eine Schramme abgekriegt. Ich hab es nicht hier erwischt. Wir haben Gesellschaft. Lösen und angreifen! Und ab die Post! Ich bin einsatzbereit. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt an. Ich bin einsatzbereit. Lösen und angreifen. Und ab die Post. Lösen und angreifen. Ich greife jetzt ein.
Wie sieht's aus? Systeme funktionstüchtig. Ein Kilrathi weniger. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. Gemacht. Funkstelle wahren. Verstanden, ja. Einsatzziele erreicht. Funkstelle aufheben. Verstanden, ja. Den haben wir echt fertig gemacht. Gib mir Landeerlaubnis. Sie haben Landeerlaubnis, Excalibur. Ich wusste es doch, dass wir uns schon bald wiedersehen. Du hast jetzt die T-Bombe. Hör gut zu, mein Junge. Ich hoffe, dass du das Ei ganz sachte ins Ziel fliegen wirst. Wenn du dieses Band siehst, werden dir gerade die Koordinaten übermittelt. Es liegt jetzt alles in deiner Hand, Junge. Schick die Kilrathi zur Hölle! Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Ich bin Rocky weniger. Ausstehen, wenn man es mir leicht macht. Erbärmliche Nachkommen von Affen.
möchten wir hier. Wie sieht's aus? Systeme funktionstüchtig. Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Wir haben sie echt fertig gemacht. Ich will Raffi weniger. Wie sieht's aus? Ich komme schon klar. Fertig gemacht. Wie sieht's aus? Ich komme schon klar. Wir haben jetzt fertig gemacht. Wir haben jetzt fertig gemacht. Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Ich gehe Raffi weniger. Weniger.
müssen wir dich zu Katzenstreu.
Sag gute Nacht, Miezekatze. Sag gute Nacht, Miezekatze. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Verarbeiten wir dich zu Katzenstreu. Nicht ausstehen, wenn man es mir leicht macht. Erbärmliche Nachkommen von Affen. Erbärmliche Nachkommen von Ich mache erstmal eine Pause.